Hoch in den Bergen bei Schladming wurde eine Doppel-Olympiasiegerin zum 50er überrascht. Ich war halt so nervös, bevor die Michi kommt, dass halt irgendwer wirklich plaudert. Und das ist in Österreich ja die Paradedisziplin. Sie hat, glaube ich, schon gewusst, dass was passiert, aber die Lisi und ich haben alles gegeben, damit wir sie ihm glauben lassen, dass wir heute Radfahren sind. Ich sehe so mein Leben, das letzte Jahrhundert so vor meinen Augen runter kullern. Und es ist voll schön, dass sie die Leitzeignummern haben und mit mir zu feiern. Was macht die Michaela aus? Bodenständigkeit und Ehrlichkeit, das sind ihre Merkmale. Was kann sie, was sie zum Beispiel nicht können? Also fast alles kann sie besser als ich. Ich glaube das Golfen auch, obwohl ich davor herkomme. Also zu ihrem Geburtstag quält sie ihre Freunde. Ja, ich habe nicht gewusst, dass wir tatsächlich eine Challenge machen müssen. Sonst wäre wahrscheinlich nicht gekommen, aber doch, die brauchen wir keinen Sport machen, aber nein, leider ist es nicht so. Liegt es im Naturell ihrer Tochter, die Freunde zu quälen? Ja, schon. Aber das ist gewohnt, weil ich habe sie auch immer gequält. Wie ist es als Michi? Na, es ist easy. Also ich habe noch nicht gewusst, dass ich einen Buckel machen muss. Ja? Ja, die Michaela war immer bekannt für die Hockey. Also die haben viele versucht nachzumachen, weil sie so schnell war. Ich bin nie wirklich auf das Geheimnis draufgekommen und immerhin ist sie damit zweimal Olympiasiegerin geworden. Was so speziell war, ich glaube, sie hat es bis heute nicht verraten. Die Hände bzw. die Ellbogen vor die Knie, da ein bisschen rundrücken, dass sie die Luftwirbel anders verändern und da einen guten Winkel zu haben, dass man die Bewegungsfreiheit hat und den Blick nach vorne, aber nur in einem gewissen Bereich, weil sonst hat man den Kopf zu weit oben.